bei mir jetzt Gisbert zu Kniphausen hier auf der Pfingst Open Air Couch. Und ich bin sehr erfreut, es ist endlich mal ein Hesse hier. Ei gute wie? Ei gute. Komm, endlich mal sagen, bist du aus Wiesbaden? Bist du noch oft da oder wohnst du auch noch da? Nee, ich wohne da nicht mehr. Ich wohne in Berlin. Also ich wohne seit 10 Jahren schon nicht mehr zu Hause. Aber genau, bin da aufgewachsen. Ich bin natürlich öfter mal zu Besuch. Ja. Dein Album Hurra, Hurra, so nicht war auf Platz 12 in den Charts, habe ich gesehen. Hat dich das damals selber überrascht, dass das wirklich so hoch ging? Ja, ich fand es lustig, wie wenig man verkaufen musste, um in die Charts zu kommen. Echt, tatsächlich? Oder ging da vielleicht viel über die Internet-Downloads, die legalen natürlich? Ja, ich glaube, das spielt da alles mit rein, ja. Also es hat natürlich, es war ja nur eine Woche, glaube ich, in den Charts, obwohl dann in der zweiten, glaube ich, so auf Platz 90 oder irgendwas. Ja. Aber es ist interessant. Ich meine, ich habe natürlich für meine Verhältnisse schon viele Platten verkauft, aber wenn man so dachte, was früher so die großen Menschen, wie viel Platten die verkauft haben, ist es natürlich lächerlich, so mit so einem Betrag dann in die Charts zu kommen. Aber ist schön, da hat man auf jeden Fall was für die Ewigkeit davon. Du hast Musiktherapie studiert. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen unter Musiktherapie? Ist das sein Namen Tanzen oder in welche Richtung geht das? Nee, das wäre eher Tanztherapie, sein Namen Tanzen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es hat angefangen in der Arbeit mit behinderten und autistischen Menschen, einfach um einen Weg zu finden, Kommunikation einfacher zu gestalten, ohne die Sprachen. Ja, es klingt jetzt so. Und Gefühle anzusprechen. Ich meine, Musik geht ja meistens direkt ins Herz und ohne den Umweg über den Kopf geht erst ins Herz und dann in den Kopf. Jetzt mal abgesehen von den Texten. Und es kann halt viele Emotionen auslösen und dann danach kann man darüber reden. Aber ich stehe der Musiktherapie sehr zwiegespalten gegenüber. Ich habe das studiert, aber ich habe nie als Therapeut gearbeitet. Aber es ist ein interessantes Feld. Also man kann zum Beispiel, es gab einen Musiktherapeut, der auf der Kinderkrebsstation gearbeitet hat und das ist mal ein sehr sinnvolles Feld. Ja. Also macht das dann für einen Künstler einfacher, wenn du jetzt zum Beispiel sowas studiert hast, dass du jetzt weißt ungefähr, okay, um jetzt bei dem Hörer das auszulösen, muss ich da ansetzen? Oder ist das eigentlich hat das damit nichts zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht. Nee, dafür gibt's sowieso kein Rezept. Also es ist ja immer irgendwie... ich weiß nicht, mir geht es oft so, es gibt Sänger, die berühren mich mit ihrer Stimme und man weiß aber gar nicht warum. So. Die haben dann irgendwas in der Stimme liegen, was es einem ans Herz geht. Oder die Melodien oder so. Aber man kann es ja gar nicht so benennen und das ist ja auch das Schöne an Musik, dass man das nicht so auf Formeln runterbrechen kann. Also könnte man natürlich schon, aber dann wird so ein ganz ausgefuchste Frank Zappa-Show. Ja, dann geht und die Liebe verloren quasi, wenn man das so aufteilt. Ja, so das Herzblut. Ich meine, das ist ja auch Musik, so was Frank Zappa früher gemacht hat oder so, aber das... Ich stehe eher auf einfachere Musik, die einen berührt. So. Also, in deinen Songs wirkst du natürlich eher als der ruhigere Mensch. Die Texte sind dann ja romantisch bis melancholisch, alles dabei. Was bringt dich richtig auf die Palme, wo du mal richtig austickst? Unehrlichkeit und Arroganz und generell Menschen, die sich so profilieren wollen und so viel erzählen über das, was sie gerade machen und wie toll das alles ist, da kriege ich immer einen Hals, weil ich denke, ja, du bist auch nur so ein winziges Staubkörnchen wie wir alle. So, ach, ich weiß nicht. Also bin ich jetzt hier quasi als Radiomoderator, der den ganzen Tag steht und sagt, alles ist schön, genau der Typ. Ja, nee, soll ich es nicht hören. Okay, alles klar. Und die Bild-Zeitung zum Beispiel, die kann mich auch richtig aufregen. So, das ist unfassbar. Okay. Alles klar, super. Dann danke ich dir für die Zeit und ich wünsche dir natürlich noch eine gute Zeit hier auf dem Pfingst Open Air. Vielen Dank.